Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfies. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2D auf dem Server Chimera. Im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, wie ich einen mythischen hergestellt habe, und zwar einen Saphir. Sehr, sehr nice. Mit dem Ding haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, kurze Info vorab für euch. Und zwar, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, dann würde ich euch bitten, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Anmeldelink. Das Ganze ist natürlich für euch komplett kostenlos, aber ihr würdet mich damit einfach ein bisschen supporten. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach darüber einen Account erstellen und schon habt ihr einen kleinen Support gegeben. Ja, ansonsten, ihr seht gerade, dass ich das HTA plus 9, was wir in der letzten Folge geupt haben und auch boniert haben, mal ein bisschen geswitcht habe. Ich wollte da irgendwelche kranken Bonis drin haben, die man eventuell verkaufen könnte, oder unter anderem auch ein geiles Windarmband, wäre ja auch ganz nice. Ja, schaut euch einfach an, was wir da so bekommen, und ja, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt schon mit den anderen Clips. So, dann wollen wir mal weitermachen, diesmal von unten nach oben, dann wird man dich loben. 1,5 TP, 3 DB, 3 TP Absorb, schade, 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 schade. Hier haben wir 15 Feuer und 3 TP Absorb. Kann man leider Gottes nicht so lassen, weil nur 15 Feuer ist leider Gottes nichts wert. Zumindest nicht, wenn da nicht maximal TP Absorb drauf ist. Müll und der letzte, 1K TP, ja, einfach schon wieder. Ja, ein letztes Mal kaufe ich noch für Switcher. So, ein letztes Mal machen wir das Ganze noch. 10 Wind, 5 dB. 10 Blitz, 3 dB. Müll und der letzte. 10 Wind, 8 Doppeldrop. Ja, schade. Als nächste Investition werden wir nochmal 10 Exos kaufen für 2 Won. Das ist ein guter Preis. Kriegen wir, denke ich mal, kriegen wir schnell weg auf der Charme. Ich bin nämlich gerade schon wieder HDDs, nee, nicht HDDs, sondern HDD-FBs am Kaufen. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann ein bisschen exe. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit den 10 Exos kommen. Noch 4 FBs. Oh, warte mal, ich mache das anders. Ich mache das jetzt hier unten rein. So, perfekt. Noch 3 weitere FBs. Oh, ich glaube, ich habe viel zu viele HDD-FBs gekauft. Denn jetzt ist es gleich M10. Ihr seht das zwar nicht, aber ich weiß das, weil ich ein cleveres Kerlchen bin. Nicht Spaß. Hier, jetzt haben wir es schon auf M10. Das heißt, Konzis habe ich genug. FBs habe ich auch genug. Aber Exos fehlen mir jetzt noch ein paar. Leider Gottes. Jetzt sind es nämlich nur noch 5 FBs. Oh ne, FBs habe ich nicht genug. Da fehlt mir tatsächlich noch ein FB. 4 Exos fehlen und... Nee, stopp. 5 Exos fehlen uns noch. Und dann ist es endlich auf G1. Dann haben wir HDD auch fast fertig. Okay, jetzt werden wir 15 Exos kaufen für 3 Won. Ich werde ihm dann 5 Won... 5 Won, sag ich schon. Ich werde ihm dann gleich 5 Exos wieder zurückgeben. Dann exen wir jetzt erstmal hier ein bisschen auf der Buff wieder. Dann haben wir die Scheiße nämlich hinter uns. Ja... HDD wird jetzt auf G1 gemacht. Dann haben wir das geschafft. Und dann werde ich direkt noch ein paar Exos hinterher ballern, weil Zen-Bohnen habe ich eigentlich genug. Vielleicht kaufen wir ihm sogar die restlichen 5 Exos auch noch ab, wenn ich nicht so viel Glück habe. Aber jetzt ist es erstmal bumm auf G1. Von 15,4% auf 17,1% gesprungen. Das sieht doch schon mal sexy aus. Ich besorge mal kurz die Seelensteine. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt gemeinsam durch. Ich habe genug Zen-Bohnen auf jeden Fall am Start. Die Zen-Bohnen sind nämlich hier auf der Seite, und ja, Konzis benutze ich dafür nicht, sondern die Konzi, die bleibt übrig für das Wuzi-Kriegskunst. Das heißt, ich mache die mal gerade auf die andere Seite. Ja, und dann werden wir jetzt erstmal die 10 Exos hier rausballern. Einen Seelenstein kann man ja Gott sei Dank direkt lesen. Das hat natürlich direkt wieder gefailt. Das war so typisch. Ah, das sieht gut aus. Jawohl, der zweite hat geklappt. Damit ist es schon mal auf G2. Schade, der hat gefailt. Machen wir mal weiter. Immer noch auf G2. Ah, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Exos kaufen. Auch wieder gefailt. Und jetzt gehen wir in den Minusrang rein. So, jetzt ist es schon mal auf G3. Schnell die Zen-Bohnen weghauen. Davon habe ich ja Gott sei Dank mehr als genug. Fehlgeschlagen wieder. Oh je, also die Seelensteine, die funktionieren echt nicht so gut. Mal sagen, wie es ist. Das
hat auch wieder gefailt. Oh je. Ich glaube, ich kaufe ihm die 5 auch noch ab. Jawohl, jetzt endlich mal erfolgreich. Jetzt ist es schon auf G4. Und die letzte. Fehlgeschlagen. Ja, dann würde ich sagen, geben wir dem gleich einfach noch ein Won. Perfekt. Jetzt ist es schon mal auf G5. Vielleicht geht es ja noch auf G10. Naja, nee. Leider nicht. Ja, ich glaube, ich kaufe gleich nochmal 10 Stück von ihm nach. Oh, nochmal erfolgreich. Sehr schick. Jetzt ist es schon mal auf G6. Nee, das hat auch wieder gefailt. Und die letzte Exo, die hat geklappt. Perfekt, jetzt ist es schon auf G7. Ja, dann kaufe ich gerade mal eben noch 10 Exos. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich kaufe mir jetzt nochmal 10 Exos für 2 Won. Den einen Won müssen wir ihm ja noch geben für die anderen 5 Stück. Damit sind wir wieder quitt. Weiter geht's. Wir werden jetzt nochmal die Seelensteine weiter bearbeiten. Nicht die Seelensteine, sondern hier das... ihr wisst Bescheid, den Skill. Ich hoffe, der geht mit den 10 Exos hier auf P, aber die ersten 2 haben schon mal gefailt. Auch wieder gefailt. Oh, das tut weh, da geht das Won flöten. Auch wieder gefailt. Oh, leck mich doch am Zügolli. Jawohl, der hat geklappt. Das ist auf G8. Jetzt müssen theoretisch nur noch 3 Seelensteine klappen, aber das ist schwierig genug, dass noch 3 klappen. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal 10 Exos kaufen. Oh ja, definitiv. Ey, das ist, wie oft die Scheiße einfach fällt, ne? Wahnsinn. Komm, der letzte klappt jetzt aber hoffentlich nochmal. Ja, gut, wenigstens 2 von 5. Wenigstens 2 von 10, meine ich, sorry. Selbes Spiel wie eben, 10 Exos, 2 Won sind gekauft. Und dann sehen wir uns jetzt direkt auf dem nächsten Fenster wieder. Da sind wir wieder. Weiter geht's mit dem Seelenstein-Echsen. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Seelensteine. Ich muss da gleich mal nachkaufen. Aber die letzten 4, die machen wir noch gemeinsam weg. Vielleicht klappen ja davon 2 Stück. Vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich wird es gar keiner sein, der jetzt im Endeffekt hier klappt. Ja, die Seelensteine. Damit hatte ich noch nie wirklich Glück. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ach, wenigstens hat einer geklappt. Noch einer. 5 Exos. Komm, das muss doch machbar sein. Let's go. Nochmal 10 Seelensteine sind am Start. Ich hoffe, es geht jetzt auf P. 4 Versuche noch. Auch wieder gefailt. Das schluckt natürlich auch sau viele Zen-Bohnen. Auch wieder gefailt. Oh, Digga, komm, bitte geh auf P. Noch 2 Versuche. Nein. Komm, der letzte ist es. Ich hab's im Gefühl. Jawohl, HDD ist auf P. Ich habe es geschafft, perfekt. Damit ist wieder ein kleiner Meilenstein erreicht. Das hätte ich auch schon viel früher machen sollen, das Ding auf P zu pushen. Aber ihr kennt's, einem fehlt halt irgendwie die Lust und die Laune und auch das Geld. Ja. Also Leute, ich habe jetzt die heiligen Helmscherben 2 zusammengefarmt. Ich war dafür auf dem Plateau. Es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, eine Stunde oder so war ich da beschäftigt. Ja, wir werden jetzt versuchen, hier den heiligen Bonus, den Set-Effekt auf diesen Panzer hier zu machen, auf diesen Panzerhelm. Leider Gottes ist mein Main-Helm gebunden, aber der hat eh nur 20 AW und ich will den eh noch switchen, beziehungsweise müsste den switchen, also ist es eigentlich egal, wo ich diesen ersten Bonus drauf mache. Ich mache das nur für den Battle Pass, weil wenn ich dann letztendlich wirklich mal farmen gehe, dann mache ich das für den prächtigen Bonus und aufwärts und nicht für diesen heiligen, also ist es egal. Es muss nur klappen, es kostet 100 Kaka und 500 Geier, also es ist echt schon arschüberteuert. Ich kann 2-mal probieren. Ich hoffe, dass es klappt, weil sonst bin ich richtig gefickt. Sonst habe ich 200 Kark aus dem Fenster geschmissen. Und ich würde sagen, wir probieren es aus. 3, 2, 1. Ja, es hat geklappt. Direkt beim ersten Mal. Perfekt. Es ist vollbracht. Wir haben einen heiligen Drachenpanzerhelm. Wir haben diesen Set-Bonus erfolgreich hinzugefügt. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Denn der Set-Bonus gibt uns einfach, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, ich glaube, das war da unten, gibt uns einfach nochmal 500 Battle Pass XP dazu. Weil man muss nur einem Gegenstand einen Set-Effekt verleihen und oh, Jesus, ey. Bin ich jetzt richtig happy, dass das geklappt hat. 500 Geier, 100 Kaka und eine Stunde farmen. Perfekt, da habe ich richtig Glück gehabt. Ja, Leute, ich werde jetzt versuchen, das Ding hochzuschrauben.
mit einem Schmiedebuch, denn, passt mal auf, wenn ich das jetzt versuche zu uppen, dann geht der heilige Set-Bonus tatsächlich verloren, wenn es wieder runterdroppt. Deswegen probiere ich es jetzt mal mit einem Schmiedebuch aus. Hoffentlich klappt das Ganze. Hier seht nochmal, falls die Aufwertung fehlschlägt, probieren wir es einfach mal aus. Jawohl, es ist wieder auf 8 gegangen, okay. Jetzt könnte man theoretisch mit magischen Steinen uppen, aber nö, safe nicht mit magischen Steinen. Wir machen das mit Schmiedebüchern. No risk, no fun. Es ist ja eigentlich eh egal, ob der Set-Bonus weg ist oder nicht, weil ich diesen Helm nicht benutze. Beziehungsweise, das ist nicht mein Main-Helm, habe ich euch ja eben schon gesagt. Es wäre nur schön, wenn er auf plus 9 geht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was braucht man auf plus 9? Man braucht 2 Flammen-Man. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir versuchen das Ganze mit einem Schmiedebuch auf plus 9. Ich bin gespannt. Ah, war ja klar. War ja so klar. Okay, ich habe mir noch ein Schmiedebuch besorgt. Ich bin gespannt. Hauen wir es einfach drüber ohne Kommentar. Oh, er ist wieder auf 8 gegangen. Nicht schlecht. Ah, ich bin gespannt. Ich habe nochmal ein Schmiedebuch besorgt. Aber ja, ob das jetzt endlich mal plus 9 klappt, das ist jetzt, glaube ich, der 6. oder 7. Versuch. Es ist doch so lächerlich. So, wir haben jetzt nochmal einen 8. Versuch. Ah, einfach drüber schrauben. Nein, und der Set-Effekt ist weg. Ah. Aber egal. Ist mir relativ Latte. Ich finde es nur schade, dass er nicht auf 9 gegangen ist. Wie gesagt, Set-Bonus habe ich nur gemacht für den Battle Pass. Das war das Wichtige. Alles andere ist scheißegal. Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, wenn ich auf meinen Main-Helm einen heiligen Bonus drauf mache, ob ich den auch wieder löschen kann. Deswegen ja, habe ich es auch nicht auf diesen Main-Helm gemacht, weil da möchte ich dann irgendwann später einen besseren Set-Bonus drauf machen. Jetzt versuchen wir einfach mal gerade noch mit einer Drachensäge nochmal höher zu uppen. Ja, also ihr seht's, ich und 100er Helme, wir sind auf Kriegsfuß. Wir sind definitiv auf Kriegsfuß. Ich mache jetzt einfach mal mit einer Drachensäge weiter. Ey, Leute, wenn das jetzt hochgeht mit einer Drachensäge, dann, dann weiß ich aber auch nicht Bescheid. Dann hätte ich von Anfang an mit Drachensäge uppen sollen. Ja, aber nee, so ist es nicht. Drachensägis sind genauso scheiße wie normale Sägis. Ah! Guckt euch das an. Guckt euch diesen Helm an. Kommt die letzte Drachensäge mal auch noch weg? Jawohl. Mit, ja, kriegen wir das Ding plus 2? Jawohl, aber komm, jetzt müssen wir das auch auf plus 0 machen. Jawohl, komm, einmal noch. Komm. Ja, perfekt. So muss das sein.